Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Approximation mit Fourier rein. Wir haben das letzte Mal uns angeschaut, wie das so aussieht mit den Fourier-Koeffizienten. Also wir haben die definiert als ein Integral über minus Pi bis Pi. Und dann haben wir uns sozusagen überlegt, dass die Anforderungen, die wir dargestellt haben, also insbesondere, dass so eine Funktion in L1 ist, gerade die Existenz dieser Fourier-Koeffizienten sichert in dem Sinne, dass die vorkommenden Integrale halt allesamt existieren und auch konvergieren. So, das war sozusagen der Stand, auf dem wir letztes Mal aufgehört haben. Und jetzt gucken wir uns noch so ein paar kleinere Bemerkungen an, die halt auf dieser Funktion, auf dieser Definition aufsetzen. Und zwar fangen wir mal erstmal mit einer Beobachtung an, weniger jetzt irgendwie eine Definition oder irgendwas ist, sondern einfach eine Anmerkung. Und zwar erlaubt uns diese Definition der Fourier-Koeffizienten auch einfach eine Fourier-Reihe für eine größere Klasse von Funktionen zu definieren, nämlich wir haben irgendwie auch Funktionen abgedeckt, die. Also, ich schreibe das mal vielleicht lieber auf. Also, Fourier-Reihen ergeben auch Sinn für Funktionen, die auf einem Intervall der Länge 2π Lebesgue integrierbar sind. Ne, weil dann kann ich nämlich im Zweifel einfach das Ding periodisch fortsetzen und habe dann auf jeden Fall auch eine, die irgendwie auf minus Pi bis Pi definiert ist. Ja, das heißt, es ist uns vollkommen egal, ob das jetzt wirklich minus Pi bis Pi ist. Es geht halt nur darum, dass es ein Intervall der Länge 2 Pi ist. Und das könnte man streng genommen natürlich umskalieren auf irgendeine Länge. Ne? So. Die zweite Bemerkung ist dieses Symbol der Assoziation. Na, wir haben hier oben ja geschrieben, f von t ist assoziiert zu dieser Reihe. Das trifft a priori keine Aussage über Konvergenz. Das ist wichtig. Keine Aussage über Konvergenz. Ja, das heißt, a priori wissen wir nicht unbedingt, wenn wir das Ding ausrechnen, ob das irgendwie konvergiert oder gerade auch gegen die Funktion konvergiert, die wir da reinstecken. Aber was wir wissen, und das ist vielleicht so eine kleine Einschränkung, wenn wir nachweisen können, dass die Reihe auf einem halboffenen Intervall der Länge 2π konvergiert, dann konvergiert sie natürlich auch auf R. Ja, Hintergrund ist, wenn ich irgendwie mir den Zahlenstrahl angucke und ich habe irgendein Intervall gefunden, halboffen, der Länge 2π, und ich weiß, ich habe eine Funktion, die ich 2π periodisch fortsetze, naja, dann kriege ich hier hinten auch wieder ein Intervall dran, auf dem das halboffen konvergiert, weil ich einfach hier die gleiche Funktion habe. Also wenn ich hier meinetwegen mein f habe, dann würde das ja jetzt hier überall genau die gleichen Späßchen machen. Ne? Und dann habe ich, wenn ich auf einem Intervall der Länge 0,2π habe, habe ich sofort auf R die Gesamtkonvergenz. So. Wenn ihr heute übrigens irgendwie das Gefühl habt, dass das Video ein bisschen zusammengecuttet zu sein scheint, das stimmt. Weil ich zwischendurch mir die Nase putze, weil ich halt Allergie habe wie Sau und dementsprechend euch nicht voll schniefen möchte. So, also wichtige Memo, die wir hier mitnehmen, diese Assoziation ist nicht Konvergenz. Ne, Konvergenz, da werden wir uns noch ganz ausführlich mit beschäftigen. So, dritter Punkt, falsche Farbe. Für gerade bzw. ungerade Funktionen können wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Für gerade, ungerade Funktionen
Und da müssen wir jetzt nur wieder voraussetzen, dass die irgendwie L1 sind, weil das ja die notwendige Bedingung dafür ist, dass diese Fourier-Koeffizienten existieren. Ja, berechnen sich oder berechnen wir diese Fourier-Koeffizienten nach 1,1. Weil, ja, bei einer geraden Funktion fallen gerade die BK weg. Ja, weil eine gerade Funktion sollte natürlich im Optimalfall keinen Sinusanteil haben, weil der Sinusanteil ist ja ungerade. Und bei einer ungeraden Funktion fallen die AKs weg, weil eine AK, also eine gerade Funktion, sollte keinen Kosinusanteil haben, weil der Kosinus gerade ist. Also da dort die BK bzw. AK verschwinden. So, ferner kriegen wir jetzt ein Formelwerk für die AK und BK durch diese Darstellung der Fourier-Koeffizienten über das Integral. Nämlich können wir sagen, AK ist gerade 1 durch Pi mal das Integral von minus Pi bis Pi, f von s Cosinus von Ks, ds. Und BK ist gerade 1 durch Pi mal das Integral minus Pi bis Pi, f von s mal Sinus von Ks. Und hier beim AK läuft das K durch N0, weil wir haben ja noch den Anteil A0 vorne dran. Und hier beim BK läuft es einmal durch N. Ja, die Formeln kriegen auch eine Nummer, weil die werden wir im Laufe nochmal referenzieren. So, dazu vielleicht direkt die Bemerkung 1,9. Die sagt einfach nur Folgendes aus. Ich mache hier mal so einen Kringel drum, weil ich mal hier oben jetzt ein bisschen drum. Manchmal ist das auch sinnvoll, hier die Integrale von 0 bis 2 Pi laufen zu lassen. Dabei brauchen wir dann kein neues Formelwerk, sondern können einfach diese Formeln 1,7, 1,8 benutzen, solange wir an der periodischen Fortsetzung interessiert sind. Weil die Fourier-Koeffizienten der 2π-periodischen Fortsetzung sind ja die gleichen, egal welches Intervall ich nehme. Ja, also, beziehungsweise sie beschreiben die gleiche Funktion. Wenn ich dieses Intervall hier oben zum Beispiel eindampfe und sage, ich nehme jetzt mal einfach dieses Intervall, hier der Länge 2π, dann habe ich die gleiche Funktion, also die gleiche Funktion entwickelt, nur verschoben. Ja, also formal ändere ich quasi die Basis. Formal verändern wir hier also f. Ja, das heißt, wir können die Formeln benutzen, aber es ist ein anderes f drin. Ja, deswegen kriegen wir auch andere Koeffizienten raus, aber die beschreiben hinterher die gleiche 2π-periodische Fortsetzung. Ja, wir werden das erstmal in Kapitel 5 irgendwie benutzen. Ich möchte bei dieser Stelle schon irgendwie einfangen. So. Jetzt wollen wir diesen ersten Abschnitt beenden mit einem ausführlicheren Rechenbeispiel. Ja, dass man mal wirklich was sieht. Und ich habe da tatsächlich auch ein bisschen was vorbereitet, denn das ist tatsächlich der erste Kurs, bei dem die Skripte Graphen haben, die schön sind, weil ich sie tatsächlich getecht habe. Ja, ich habe mir mal tatsächlich jetzt nach 7 Jahren Tech, habe ich mir mal Tixi angeguckt und PGF LaTeX. Und es ist wunderbar. Ich bin wunderbar zufrieden mit dem, was ich da rausbekommen habe fürs Erste. Und da gucken wir gleich drauf. So, also Ziel dieses Beispiels ist es mal, einfach so eine assoziierte Fourier-Reihe einer C2π-Funktion auszurechnen. Und unser Beispiel ist ein relativ klassisches, gebe ich zu, aber immer wieder nett durchzurechnen, weil das geht halt nett auf, ist die Funktion f von minus Pi nach Pi in die reellen Zahlen, die folgendes Abbildungsverhalten aufweist. Und jetzt muss ich hier kurz mal gucken, weil das habe ich scheinbar noch nicht großartig geändert hier. Ja doch, ich habe es geändert, aber an den falschen Stellen. Okay. Ich habe aber hier meine handschriftlichen noch dabei, deswegen kriegen wir das hin. Das ist t plus pi für das Intervall von minus pi bis 0 und pi minus t für das Intervall t aus 0 bis pi. Das ist eine Funktion, die ist in C2π. Das ist jetzt natürlich eine Behauptung, aber logischerweise ist sie auf minus Pi bis 0 und auf 0 bis Pi ja, jeweils in C, also stetig. Und in der 0 haben die beiden den gleichen Grenzwert, nämlich Pi. Das heißt, die ist stetig auf dem ganzen Ding. Das heißt, ja, wenn ich das jetzt 2π periodisch fortsetze, habe ich das, ist das eine C2π-Funktion. Gut.
Wie sieht die aus? Naja, relativ simpel. Wenn hier minus Pi ist, dann ist hier ungefähr Pi. Und Pi brauchen wir hier oben auch nochmal. Ja, auf 0 bis, auf minus Pi bis 0 ist das irgendwie eine, ja, eine affin lineare Funktion, die durch Pi geht und die Steigung 1 hat. Das heißt, die kommt hier unten wieder raus. Das heißt, die macht gerade den hier. Und in die andere Richtung. Die andere Richtung geht sie halt gerade hier unten rein. Ne? Das ist also der Graph von f. Gut. Oh, jetzt regnet es hier gerade. Ich muss mal kurz das Dachfenster zumachen. So, da sind wir wieder. Und jetzt wollen wir eben hier diese Fourier-Koeffizienten ausrechnen, damit wir eben wissen, ja, was ist denn jetzt die, ja, die assoziierte Fourier-Reihe. So, jetzt machen wir zuerst folgende Beobachtung. Diese Funktion hier ist achsensymmetrisch. Ne? Das heißt, also f ist gerade. Das heißt, die bk sind schon mal alle 0. Ordentlicher Schauer. Ja, das ist gerade hier diese Bemerkung. Ne? Wir haben eine gerade Funktion, das heißt, die bk, die Sinusanteile verschwinden. Wir kriegen also hinterher eine reine Kosinusreihe aus. So, und jetzt wollen wir tatsächlich uns mal durch diese Integrale zusammenarbeiten. Und ich möchte das hier tatsächlich mal einmal relativ ausführlich machen, damit wir halt einmal so ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht das ganze Ding denn aus. Und wir fangen mal mit dem einfachen Teil an, nämlich mit A0. So, A0 ist ja definiert als so ein komischer Term hier oben in einer 1, 1. Wir wollen jetzt allerdings diese neue Formel benutzen, die das Integral nimmt, hier dieses ak gleich 1 durch Pi. Und damit wir uns dieses 1 durch Pi jetzt gleich nicht immer vorne mitschleppen müssen, berechnen wir Pi mal A0. Da müssen wir halt hinterher nur einmal noch durch Pi teilen beim Ergebnis. Und jetzt benutzen wir diese Formel 1, 7. Dann ist das nämlich erstmal nichts anderes als das Integral. Und das teilen wir direkt auf von minus Pi bis 0. S plus Pi mal Cosinus von K mal S, K ist aber 0, ds. So, das können wir direkt schon mal drunter schreiben. Das wird eine 1 sein, weil das ist Cosinus von 0. Und da muss noch dazu kommen, das Integral von 0 bis Pi. Pi minus S mal Cosinus von 0 mal S, was aber auch wieder eine 1 ist. So, das heißt, effektiv haben wir hier einfach nur ja, f von s eingesetzt und dann mit dem Cosinus multipliziert. So, das sind jetzt relativ simple Funktionen, die hier stehen. Da können wir relativ einfache Stammfunktionen angeben. Ich überspringe jetzt hier mal locker ein paar Schritte, weil das ist tatsächlich jetzt nicht so ein wahnsinnig schwieriges Integral. Das Ding hat hier zum Beispiel als Stammfunktion s Quadrat halbe plus Pi mal s ausgewertet von minus Pi bis 0. Und das hier hinten hat als Stammfunktion Pi mal s minus s Quadrat halbe ausgewertet von 0 bis Pi. So, wenn man das jetzt alles einsetzt hier, dann kommt hier vorne raus Pi Quadrat halbe. Hier hinten kommt raus Pi Quadrat halbe. Das könnt ihr gerne mal nachrechnen. Jetzt kein großes Drama bei. Das heißt, insgesamt landen wir hier bei Pi Quadrat. Das heißt, unser A0 ist Pi, weil wir hier oben ja berechnet haben, Pi mal A0. Na, das heißt, das ist sozusagen der erste Fourier-Koeffizient, den diese Reihe hat. Das heißt, der wird dann irgendwie anfangen mit Pi halbe, weil wir ja A0 halbe in der assoziierten Fourier-Reihe schreiben. Jo. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Pi mal AK. Und das wird dann tatsächlich ein bisschen mehr Aufwand. Und da gehen wir auch tatsächlich in den Rechnungen ein bisschen mehr ins Detail. Machen wir aber beim nächsten Mal, weil das kriegen wir jetzt nicht mehr in 30 Sekunden rein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss.